Beginnen wir also mit einem kurzen Blick auf die allgemeine Situation der Bildungspolitik und die gesellschaftlichen Strömungen der zweiten Hälfte der 60er Jahre, insofern sie für die Entstehung der auditiven Wahrnehmungserziehung eine Rolle gespielt haben. Zunächst einmal muss man feststellen, dass das deutsche Bildungssystem jetzt von verschiedenen Seiten her teils heftig kritisiert wurde. Zu nennen sind hier stellvertretend Georg Picht und Ralf Dahrendorf, die eine Bildungskatastrophe konstatierten und eine Neuausrichtung der gesamten Bildungspolitik forderten. Dabei ging es Picht mehr darum, den Bedarf an gut ausgebildeten Arbeitskräften zu decken, um in der Weltwirtschaft mithalten zu können. Er begründete die notwendige Bildungsexpansion also aus vorwiegend ökonomischen Gründen. Für Dahrendorf dagegen war es eher eine demokratische Forderung nach der Möglichkeit für jeden einzelnen Bürger und natürlich auch jede Bürgerin, sich mit ihrem ureigenen Potenzial voll entwickeln zu können. Bildung als Bürgerrecht also. Beide Texte waren zunächst als Zeitungsartikel entstanden. Parallel dazu wurden Forderungen zu einer Neuvermessung der Schule laut, wie zum Beispiel von Theodor Wilhelm. In seiner Theorie der Schule, in der er den Stellenwert der Schule auch in der Entstehung und Ausbreitung des Gedankengutes der Nationalsozialisten aufarbeitet, fordert er eine Abkehr von der neuhumanistischen Bildungsmetaphysik, weil sie durch die Emotionalisierung auch die nationalsozialistische Volksführung vom Kindergarten bis zum Soldatenbund ermöglicht hat. Nach Wilhelm ist in der Schule die vorherrschende Aufgabe, das kritische Denken lernen und die Ordnung der rationalisierten Vorstellungswelt. Für ihn muss also die alte Bildungsschule durch die Wissenschaftsschule abgelöst werden. Auch in Hartmut von Hentigs Buch Systemzwang und Selbstbestimmung wird aufgezeigt, dass die neue Aufgabe der Schule darin liegen muss, Bürgerinnen zu größtmöglicher Selbstbestimmung und kritischem Denken gegenüber den beherrschenden Strukturen einer ökonomisierten Welt zu erziehen. Eine logische Folge davon ist für Hentig damit einhergehend auch die Auflösung des traditionellen dreigliedrigen Schulsystems und die Einführung der Gesamtschule. Aber auch die traditionellen Schulfächer gehören seiner Meinung nach überdacht. Die von der Gesellschaft her begründete Schule muss darum in erster Linie eine Erziehung zu politischen Fähigkeiten sein, zu öffentlicher Neugier und aufgeklärtem wissenschaftlichem Verstehen, Kritisieren und Bestimmen des Produktionsprozesses, zu freierer Wahl und freierem Wechsel des Berufs, zur bewussten Bestimmung des eigenen Genusses. Grundsätzlich geriet das Bildungswesen also aus verschiedenen Richtungen in den 60er Jahren zunehmend in Bewegung. Man schaute vermehrt auch ins Ausland und die internationalen Schulwesen, man orientierte sich stark an den Wissenschaften und entsprechend erfuhren die empirischen Bezugswissenschaften der einzelnen Schulfächer wie die Erziehungswissenschaft, die Psychologie und Soziologie einen deutlichen Aufschwung. 1969 empfahl der Deutsche Bildungsrat schlussendlich die Einführung von Schulversuchen mit Gesamtschulen. Im Strukturplan für das Bildungswesen finden sich folgende Worte, die noch einmal den Zeitgeist verdeutlichen. Wissenschaftsorientierung der Bildung bedeutet, dass die Bildungsgegenstände, gleich ob sie dem Bereich der Natur, der Technik, der Sprache, der Politik, der Religion, der Kunst oder der Wirtschaft angehören, in ihrer Bedingtheit und Bestimmtheit durch die Wissenschaften erkannt und entsprechend vermittelt werden. Die Wissenschaftsorientiertheit von Lerngegenstand und Lernmethode gilt für den Unterricht auf jeder Altersstufe. In diese Phase der Kritik und Neuorientierung von Bildung fällt auch die Veröffentlichung eines kleinen Bandes von Saul B. Robinson. Bildungsreform als Revision des Curriculum. Wilfried Grun schreibt dem kleinen Buch eine Schlüsselfunktion zu, da es nicht nur die Strukturen des Bildungswesens, sondern das gesamte Bildungswesen in den Blick nehme.
Zunächst kann man feststellen, dass Robinson die bis dahin wesentlichen Ansätze zur Bildungsreform klar voneinander abgrenzt. Grun fasst die Analyse der Ansätze durch Robinson kurz zusammen als die ökonomisch-statistisch begründete Forderung gemäß dem steigenden Bedarf an qualifiziert Ausgebildeten, hiermit verweist er auf Georg Picht, und die sozialpolitische Forderung nach Abbau von Bildungsbarrieren zur Einlösung eines durch die Verfassung garantierten Bildungsanspruchs für alle, womit er Ralf Dahrendorfs demokratischen Ansatz anspricht. Und als drittes nennt Grun die technologische Innovation für eine Rationalisierung von Unterricht durch Einbezug neuer Medien, programmierte Unterweisung und veränderte Lerngruppen. Damit bezieht er sich auf vor allem in den USA zu der Zeit angestellte Überlegungen eines programmierten Unterrichts, in dem festgelegte Unterrichtsabläufe eine Vergleichbarkeit von Unterricht unabhängig von einzelnen Lehrkräften ermöglichen sollten. Neben dieser klaren Analyse geht Robinson aber noch einen Schritt weiter. Er sagt klar, dass die Ansätze zur Reform des Bildungswesens so lange scheitern müssen, solange nicht auch die Inhalte des Lehrgefüges, also der Lehrplan, angepasst wird. Er benennt darum zuerst einmal für ihn wesentliche Ziele zeitgemäßer Bildung, über alle Fächergrenzen hinweg. Da wäre zunächst einmal die Kommunikation als zentraler Aspekt. Durch sie lernt man sowohl soziale Beziehungen verstehen, aber man erhält auch Orientierung in der Welt, da man eine elementare wissenschaftliche Interpretation erlernt. Als zweites übergeordnetes Bildungsziel nennt er die Bereitschaft zur Veränderung, womit er eine Haltung meint, die sich neuen Problemen gegenüber mit Vertrauen auf neue Lösungen auszeichnet. Als drittes Ziel benennt er die Erziehung zur Wahl, wobei er hier Wahl in Bezug auf Konsum sowohl als auch auf die Gestaltung des individuellen und gesellschaftlichen Lebens meint. Als viertes spricht er von Autonomie und bezeichnet sie als Verhaltensdisposition einer rationalen und kritischen Distanz. Um deutlich zu machen, dass er sich von den althergebrachten Richtlinien und Lehrplänen absetzen will, benutzt Robinson in der Folge den Begriff des Curriculums, weil in ihm die Verbindung zwischen Auswahl von Lehrinhalten, der darin enthaltenen Bildungsziele und der Lehrmethoden verbunden ist. Was können nach Robinson aber nun Kriterien sein, nach denen man tatsächlich die Inhalte des Fachunterrichts auswählen kann? Hier nennt er drei solcher Kriterien. Erstens, die Bedeutung eines Gegenstandes im Gefüge der Wissenschaft, damit auch als Voraussetzung für weiteres Studium und weitere Ausbildung. Zweitens, die Leistung eines Gegenstandes für Weltverstehen, das heißt für die Orientierung innerhalb einer Kultur und für die Interpretation ihrer Phänomene. Drittens, die Funktion eines Gegenstandes in spezifischen Verwendungssituationen des privaten und öffentlichen Lebens. Er geht in der Folge kurz auf Verfahrensweisen ein, wie man diese Kriterien messen könnte. Einmal könnte es aus der Fachwissenschaft heraus beantwortet werden, dann könnte man zweitens auch bewährte psychologische Theorien zur Hilfe nehmen oder sie drittens aus der Analyse von spezifischen Verwendungssituationen, also zum Beispiel durch Arbeitsplatzanalysen oder ähnliches, ableiten. Im Verlauf des Buches wirft er dafür auch einen Blick in andere Länder, um zu schauen, wie dort Curricula entworfen werden, und er benennt einige Stärken und Schwächen des jeweiligen Vorgehens. Einige der Gedanken von Robinson erscheinen mir auch heute noch als relevante Überlegungen für eine Bildung, die nicht vom Inhalt her, also als ein bestimmter Kanon an Wissen, den ein Kind und Jugendlicher lernen muss, gedacht wird. Stattdessen wird vielmehr in den Blick genommen, vor welche Aufgaben Menschen im Laufe ihres gesamten Lebens immer wieder gestellt werden. Dieser Teil überzeugt mich aus heutiger Sicht. Die scharfe Kritik an der damals üblichen Auswahl der Bildungsinhalte, also der Unterrichtsthemen, finde ich ebenso überzeugend, vor allem vor dem Hintergrund der Erfahrungen im Dritten Reich.
Aber die Konsequenz, die Robinson daraus zieht, die tappt meiner Ansicht nach wieder in die gleiche Falle. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie man sie überhaupt vermeiden könnte. Wenn denn doch wieder, wie von ihm vorgeschlagen, Fachwissenschaftlerinnen entscheiden sollen, welche Inhalte im Musikunterricht für ein Weltverstehen zentral sind, dann wird doch diese Entscheidung keinesfalls objektiv ausfallen. Vielmehr kann es doch bei der Wahl von bestimmten Themen und bestimmten Werken nur immer wieder subjektive, damit normensetzende Auswahl geben. Das lässt sich bei der menschlichen Natur auch gar nicht vermeiden. Trotz allem sind die Überlegungen zu einer Neugestaltung nicht nur der Strukturen des Bildungswesens, sondern auch der Bildungsinhalte wesentliche Merkmale der Gesellschaft der 60er Jahre. Und genau in diese Situation hinein hatte sich auch die Arbeitsgruppe der auditiven Wahrnehmungserziehung zusammengefunden, um die es im nächsten Video gehen wird.